So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal die Vorteile der verschiedenen Klassen. Also das sind diese vier hier, also plus Untergruppen sozusagen, das kann man ja auch noch sagen. Also dieses Video ist eigentlich gedacht für Neueinsteiger oder solche, die nochmals einen Charakter beginnen möchten und nicht wissen, welchen sie nehmen sollen. Also, eigentlich bei den Völkern spielt es keine Rolle. Also, es macht ein wenig kleinen Unterschied, aber eben, ich werde die euch jetzt sagen. Also, der wesentliche Unterschied, es gibt ja noch bei Mendel, da man da bei Mendeldorf anfängt, aber das werde ich nachher noch sagen, liegt bei der Reitkunst. Also Menschen können Pferde reiten von Anfang an. Also man kann auch sich die Reitkunst für Elfen und so noch für je 99 Runen kaufen. Dann eben Menschen Pferde, dann Elf können Hirsche reiten. Mendel, da werde ich auch noch zurückkommen, da, die sind ein wenig speziell, das ist ja auch die neueste. Mendel können Mäuse reiten, das ist noch ganz lustig, muss ich sagen. Orks können Löwen, genau. Finde ich sehr cool, aber leider gefällt mir Ork nicht so sehr. Dann Untote, die können Hunde reiten. Ja. Dann eben, Mendel sind speziell, weil sie an einem anderen Ort anfangen. Sie fangen im Mendeldorf an. Also man hat am Anfang ein wenig länger für die Quests und all das, aber eben man kann dann schnell, man kann auch, wenn man will, direkt zum Teleporter gehen, dann nach Schweigen, soviel ich weiß, und dann kann man auch dort diese Quests machen. Also eben, es spielt nicht so eine Rolle, aber eben man hat da ein wenig einen exklusiven Standard und ja, exklusive Missionen, aber eben nicht speziell, es dauert einfach am Anfang länger. Gut, dann die Klassen, also es gibt ja eigentlich vier Klassen und zu diesen gibt es eigentlich zwei mehr oder weniger Unterklassen. Also klar, es gibt dann auch, man kann sich noch ein wenig so skillen und so, aber eben zwei. Also die erste Unterklasse bei Krieger ist Tank. Dann eben, ich werde jetzt dazu meine Meinung sagen und ich hoffe, dass ihr die auch schätzt. Also ja, eben weil ich denke nicht, dass sie so schlecht ist, aber eben Tank ist im Allgemeinen, finde ich, sehr gut. Weil Tank ist ist essentiell für jedes Gefängnis, also wenn ihr auf Legende spielt. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, zu einem positiven. Ich will einfach nur einen kleinen Überblick machen. Jedoch braucht es sehr lange zum Leveln, da man eben nicht viel Schaden wegnimmt. Und ja, ihr könnt ihr euch vorstellen, es gibt ja oft Missionen, da muss man irgendwie, keine Ahnung, 10 Wölfe töten oder so. Und da nimmt man halt einfach nicht so viel Schaden weg, wie andere Klassen und Unterklassen sozusagen. Dann gibt es noch DD Warrior oder DD Krieger. Ich bin jetzt eher DD Krieger. DD Krieger ist wirklich meiner Meinung nach eines der einfachsten Völker oder Klassen, besser gesagt. Ich wechsle mit Klassen mit Völkern. Es geht wirklich sehr schnell zum Leveln. Vor allem, wenn ihr auch noch irgendwie dann durch das Gefängnis kommt, irgendwie bei Level, keine Ahnung, was ist das etwa, 14, 15, um die 15, ich weiß nicht genau, 16, irgendwie so, dann seid ihr wirklich recht schnell im Leveln und Questen. Dann, jedoch der Nachteil ist für mich, es ist, also finde ich, ist schwierig, eine Gruppe für einen Dungeon zu finden und ja. Dann Mage, das ist diese Kategorie hier, Magier. Mage wird die genannt, also es gibt ja eigentlich den Feuer- und den Frost-Skill. Also ich kenne mich da leider nicht ganz so aus, was da die beste Skillung ist, aber eben, ich werde jetzt Mage nur in eine Gruppe einzahlen. Eben, also ich finde, als Mage kann man eher schnell leveln, nicht so schnell wie als DD-Krieger, also da, das ist die zweite Untergruppe, weil man eben Mana hat. Also eben, das ist diese, keine Ahnung, dieses
Das braucht man einfach zum irgendwie Zaubersprüche brauchen zu können oder Form machen zu können oder Zauber auszuführen zu können, genau. Jedoch kann man aber die Soul Dailies kann man in einer Gruppe sehr schnell machen. Mage nimmt sehr viel Schaden weg, aber eben dann eben wegen der Mana kommt man auch schon zum Negativen. Ich finde, für Gefängnis ist ein Magier echt ungeeignet. Ich habe allgemein Magier im Gefängnis nicht gerne. Also, eben, das, ich habe es ja auch mal im Let's Play auch mal gesagt, dass ich Magier nicht so, so gut finde. Eben wegen der Mana. Außer man ist natürlich irgendwie, keine Ahnung, voll episch, irgendwie T2 oder T3. Jetzt muss ich gerade überlegen. Nee, ich weiß. Ich bin mir nicht sicher, ob es T3 schon gibt. T3 setze ich nicht, ich glaube es nicht. T2, also dann ist man gut und dann habe ich auch nichts mehr sozusagen gegen Magier. Aber eben, bis man mal an diesem Ort ist, dauert es. Dann Kleriker, da gibt es eigentlich zwei Gruppen, eben Heal und letztendlich ist wie Mage, also Mönch. Also wenn man Heal werden, also Heiler werden möchte, das finde ich sehr geeignet. Braucht man für jedes Dungeon, also Legende, wenn ich von Dungeon eigentlich spreche, oder Gefängnis, meine ich immer Gefängnislegende. Jedoch, es ist eher langsam zum Level, nicht, ich finde jetzt Tank noch langsamer zum Leveln, also so habe ich es empfunden, ich habe auch einen Tank gelevelt, Level 60, ich habe einen Heal Level 60, also, ja, das habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja, Heal ist aber auch im Dungeon eben nicht. Ich finde, dass du da so von vorne sagst. Heal ist aber eher schwierig. Also, finde ich. Klar, viele denken jetzt, ja, heilen ist eigentlich eher einfach. Das habe ich auch mal in einer Gruppe gesehen. Ja, im Gefängnis, ja, Heal ist einfach und so. Ich muss nur heilen. Ich finde ehrlich gesagt, Warrior, DD oder DD Krieger finde ich einfacher, weil im Gefängnis wird man eigentlich ziemlich geheilt, eben. Aber eben als Heal muss man immer schauen, ja, wie lange hat der noch Leben, wie viel Leben hat der noch. Und eben im Gefängnis gibt es danach immer so gewisse Stellen, in denen man zum Beispiel Prey benutzen muss. Also Praise oder Gebet auf Deutsch. Ja. Ach, jetzt habe ich irgendwie komisch etwas in meinem Hals. Egal. Also, dann gibt es noch eine andere Untergruppe sozusagen. Also Mönch, also keine Ahnung, wie die andere Untergruppe heißt. Das ist eigentlich genau das gleiche wie Magier meiner Meinung nach und eben. Wie ich schon bei Magier gesagt habe, ungeeignet fürs Gefängnis, außer man ist T2 oder T1. T1 kenne ich nämlich nicht so gut aus, aber T2 ist dann langsam gut. Also sehr gut, ja. Dann Waldläufer. Da gibt es eigentlich zwei Untergruppen. Nahkampf und Ranger, also die aus der Distanz. Nahkampf kenne ich mich leider nicht so gut aus. Ich habe aber das Gefühl, dass ich kann da wirklich keine Haftung übernehmen. Wenn ihr unbedingt einen Nahkampf Waldi machen wollt, dann macht das. Ich habe aber eher das Gefühl, dass es ein wenig langsam geht zum Leveln. Also nicht so langsam wie Tank, aber es ist nicht das Schnellste, habe ich das Gefühl. Dann Ranger habe ich selbst einer, jedoch nur Level 15. Ich weiß nicht gerade das Beste. Ich finde Ranger finde ich noch cool, da man eben auch spezielle Fähigkeiten hat. Also ja, ich finde die zum Beispiel Schleichen, also so, finde ich schon noch etwas speziell. Aber eben, das finde vielleicht Mage find ihre Fähigkeiten auch viel, ja, ziemlich speziell, ja, ich weiß nicht. Also eben Ranger, als ich mit einem Ranger angefangen habe, mich hat es eigentlich sehr positiv beeindruckt, eben, also für eben, wenn ich auch bezüglich Dungeon, ich finde Ranger besser als Nahkämpfer und Mage,
Also als Magier. Ich würde, also mein Dreamteam aus einem guten Dungeon-Team wäre natürlich Tank, Heal, DD Warrior und Waldläufer. Also das ist mein persönliches, also Waldläufer Ranger natürlich, das wäre mein persönliches Dreamteam. Ja, dann wäre es das eigentlich schon. Ja, ich habe jetzt ziemlich alles gesagt. Also ich hoffe, die meisten Angaben stimmen auch eben. Ich bin nicht von jedem Fach ein Experte. Und ja, wenn ihr irgendwelche sonst noch Anregungen oder Verbesserungsvorschläge habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Ja, dann bis zum nächsten Mal.